Hallo Katja, super, dass du gekommen bist. Ne? Danke. Wir haben für dich ein paar tolle Weine vorbereitet. Wir sind heute in Bordeaux gelandet und wir wollen mal zeigen, dass Bordeaux nicht nur heißt, dass man 100 Jahre auf die Weine warten muss, dass man auch kein Vermögen dafür ausgeben muss, sondern was wir hier heute ausgesucht haben, sind kleine, große Bordeaux für ein tolles Geld. Okay, was welche haben wir da? Ja, wir fangen mal an. Mit dem ersten Wein, der kommt aus dem Hause Moix. Moix ist ein irrsinnig bekanntes Bordeaux-Haus. Dem gehören unter anderem Kultgüter wie ein kleines, unbedeutendes Château, das da heißt Château Petrus. Kostet das Fläschchen naja, 800, 900.000 Euro. Ja. Hier allerdings haben wir etwas genommen. Das ist seine Selektion. Er hatte mehrere Weingüter seiner jungen Reben. Das fließt hier rein in den Pomerol. Das ist das Gebiet, in dem dieser Wein wächst, und das ist einfach dem Understatement vom Herrn Moix zugedacht, deswegen heißt er einfach so wie er. Moix 2007 aus dem Gebiet Pomerol. Hauptsächlich Merlot, tiefe, lehmige Böden, weiche, runde, sandige Weine. Und das Jahr 2007 ist ein wunderschönes, gutes Bordeaux-Jahr. Und ist gerade für den Merlot eigentlich ein ideales Jahr gewesen. Und es bringt Weine, die einfach weich, sandig, rund sind. In der Farbe meist sehr dunkel und komplex. Und wichtig ist. Gibt es auch Jahre, wo die Weine ganz hell sind? Ja, gibt es auch. Allerdings ist das meist darf so. Ich auch mal riechen? Sie dürfen auch mal riechen, selbstverständlich. Also, die meisten Bordeaux-Weine sind nach wie vor mit Kork verschlossen, so auch der hier. Und der korkt nicht. Aber wir gucken mal. Von außen sieht das Ganze ja schon gut aus. Aber wir versuchen jetzt auch, ob das Ganze auch hält. Ja, ich bin anerkannter Trinker und Ausschenker. Sieht gut aus. Perfekt. Was wir hier natürlich tun für diese Weine, die wunderbare Speisenbegleiter sind und durchaus alltagstaugliche Bordeaux, denn man denkt immer bei Bordeaux, dass die Spitze oben, die Pyramide ist sehr groß und was oben im letzten Drittel ist, kostet ein Vermögen und hat Weltgeltung und Ruhm und Ehre und braucht lange, um es zu einem trinkreifen Wein zu bringen. Hier haben wir aber das, was die Basis von Bordeaux ist. Bordeaux ist das größte Qualitätsweinbaugebiet der Welt. Mhm. Und in der Basis findet man außergewöhnlich gute Preis-Leistungs-Weine. Nur trauen sich die Menschen häufig da nicht dran, weil sie denken, oh Gott, das ist ein Bordeaux. Ist immer noch zu teuer, sozusagen. Ja, oft zu teuer. Dabei ist das Preis-Leistungs-Verhältnis wunderbar. Und das versuchen wir hier mit diesen drei Weinen auch klar und darzustellen. In diesem Sinne, vielen Dank für dein Kommen. Boing. Cheers. Wir haben die Weine hier natürlich auch veredelt. Wir haben nicht nur guten Wein ausgesucht, wir haben auch tolle Gläser genommen, die nicht nur ästhetisch sind, sondern auch sehr zweckmäßig und einfach mit das Beste sind, dass die Weinwelt oder die Glaswelt zu bieten hat. Wir sind Zwiesel. Hier Zwiesel, genau. Ja. Das Hause Zwiesel hat zusammen mit einem Kollegen von mir, keinem Unbedeutenden, er ist nämlich der Weltmeister oder der ehemalige Weltmeister Enrico Bernardo. Er ist Weltmeister, obwohl er Italiener ist. Er lebt aber in Frankreich. Und er hat hier diese Gläserserie entwickelt, die heißt auch The First von Enrico Bernardo, 1872. Dabei ist das gar nicht sein Jahrgang. Auch nicht vom Wein, denn das ist 2007 und wir werden es mal riechen. Ja. Riecht? Gut. Kräftig, würzig? Ja, gut. Sehr gut. Rote Johannisbeere, bisschen Kirsch. Ich finde, du drehst das immer toll. Ja. Aber ich kann das ja nicht, ich kann das ja auf dem Tisch. Ja, das ist immer so, das reine Übungssache. Das Drehen ist meistens so, dass man als Sommelier oder als Weinträger irgendwann auch mal am Wasser riecht. Ach so. Aber gut, das sind dann die neurotischen Handlungen, die man so hat. Ich mache es auf dem Tisch. Das ist auch gut. Es geht bei mir nicht anders. Gut, also. Du machst es auf dem Tisch. Das finde ich hervorragend. Schwein. Entschuldigen Sie. Probieren Wein. Wir? Ja, wir probieren jetzt. Gut. Das kann ich auch nicht so gut, was du da machst. Warte, ich probiere das jetzt mal. Die Luft und die Speichel ziehen, fördert mehr Aromen hervor. Es sind zwar, unter Anführungszeichen, Basis-Bordeaux, aber es sind perfekt vinifizierte Weine. Die Technologie, die dazu eingesetzt worden ist, Beerenselektion, alles wirklich ausgereift und das hat Hand und Fuß vom Farmer bis hinten. Der Wein hat eine wunderschöne Säure, hat eine perfekte Tanninstruktur, ist weich, rund, aber trotzdem eine schöne Würze, ist ausgewogen und süffig. Also wenn Sie ein Lämpchen haben, gebratenes dazu. Ich wollte gerade fragen, was man so dazu isst. Also am besten, dass man es einen schmeckt. Die Weine haben eine ungeheure Facettenreichtum in dem, wozu sie passen. Natürlich gibt es Klassiker, rotes Fleisch, Lamm ist ideal dazu, auch ein bisschen Rind logischerweise gebraten, das ist zu präferieren. Aber im Endeffekt sind diese weichen Weine, die auch auf Merlot-Basis gebaut sind, auch tolle Begleiter zu Fisch, wenn man möchte.
Wenn Sie einen Seedorflamm gebraten, das Ganze mit einer Rotweinsoße, dann sind diese Weine auch bombastisch dazu. Was in meinem Lokal oder auch in Bordeaux eine tolle Kombination ist, aber hier natürlich selten zu finden ist und auch für Freunde der Aromatik, das ist Aal in Rotweinsoße. Mhm. Vielleicht gehen wir mal raus in den Spreewald, Aal suchen, Havelaal oder so. Na, okay. Mal. Wie schmeckt dir der Wein? Gut. Ja? Ja, schmeckt mir sehr gut. Man muss sich einfach mal auch trauen zu sagen, ich trinke Bordeaux mit Genuss. Ich bin auch so ein Rotwein-Fan, aber der ist wirklich, der schmeckt sehr gut. Da haben wir ja gute Rotweine, das sind auch tolle Einstiegsdrogen. Merlot, basierende Bordeaux-Cuvées sind zugänglich, charmant und ungeheuer angenehm im Gaumen, im Abgang. Der Wein ist jetzt perfekt zu trinken, hält aber noch 5 Jahre und es soll uns nichts Schlechteres im Leben passieren, außer ein 2007er Moix Pommerol. Prost! Prost! Auch wenn er sehr gut ist, werde ich mich jetzt dieses Weines entledigen und wir probieren den nächsten. Ja, möchten Sie das auch weggießen? Ja, das möchte ich auch gerne. Also eigentlich nicht so gerne, aber müssen wir ja jetzt. Ich verstehe. Ja. Ja, es ist ja ein Problem im deutschen Arbeitsrecht mit dem Alkohol am Arbeitsplatz. Aber